Hallo meine Lieben, guten Morgen zu einem neuen Video unserer Reihe Salomos Weisheiten. Ich denke mal, heute versteht ihr mich besser. Gestern war das Mikro irgendwie unten unter den Schal gerutscht und da war der Ton nicht so besonders gut, aber ich glaube, es ging doch. Ich habe es ein zweites Mal hochgeladen und jetzt soll es einigermaßen passen. Heute ist unser Thema Weisungen annehmen ist weise und ich möchte gerne mit euch erstmal lesen in den Sprüchen 10. Vers 8. Sprüche 10, Vers 8. Ein weiser Mensch beherzigt Gebote, doch ein gedankenloser Schwätzer kommt zu Fall. Und den Vers 17. Wer Anweisung beachtet, ist auf dem Weg zum Leben. Wer jedoch Ermahnungen in den Wind schlägt, führt sich und andere in die Irre. Wir lesen vielleicht mal alle Verse ab dem Vers 8. Ein weiser Mensch beherzigt Gebote, doch ein gedankenloser Schwätzer kommt zu Fall. Wer unbescholten seinen Weg geht, lebt sicher. Wer aber krumme Wege geht, dem kommt man irgendwann auf die Schliche. Wer anderen mit den Augen zublinzelt, will jemanden kränken, und ein gedankenloser Schwätzer kommt zu Fall. Wer nach Gottes Willen lebt, dessen Worte sind eine Quelle des Lebens, aber hinter den Worten der Gottlosen verbirgt sich Gewalt. Hass verursacht Streit, Liebe aber vergibt alle Vergehen. Über die Lippen eines verständigen Menschen kommen weise Worte, aber auf den Rücken des Unverständigen gehört der Stock. Weise Menschen warten, um eine Einsicht im richtigen Augenblick auszusprechen. Die Reden eines selbstgefälligen Schwätzers jedoch führen schnell ins Verderben. Der Besitz eines Reichen ist seine Festung, das Elend der Armen ist ihr Untergang. Wer Gott gehorcht, wird mit erfülltem Leben belohnt, der Gottlose hingegen endet in Verfehlung. Wer Anweisungen beachtet, ist auf dem Weg zum Leben. Wer jedoch Ermahnungen in den Wind schlägt, führt sich und andere in die Irre. Ja? Also es ist wichtig, dass wir das Ganze aus dem Blick des Neuen Bundes lesen. Und ich habe dazu in dem Buch Salomos Weisheiten geschrieben. Als ich bekehrt war und in der Bibel las, nahm ich die Zurechtweisungen des Herrn und das tue ich immer noch. Es gibt keinen Tag, an dem er nicht etwas zeigt und mich zurechtweist, sehr ernst. Ich beobachtete bei den Menschen, dass ein Teil der Ansagen Gottes sehr ernst nahm, die Ehrfurcht vor dem Herrn. Ich lese den Satz nochmal. Ich beobachtete bei den Menschen, dass ein Teil die Ansagen Gottes sehr ernst nahm, sie Ehrfurcht vor dem Herrn hatten und andere wiederum, die das Erlösungswerk Jesu als sehr selbstverständlich ansahen. So, als wäre es doch ganz klar und vielleicht sogar Gottes Pflicht uns Menschen gegenüber, dass er uns aus der Hölle freigekauft hat. Wer so denkt, nimmt sehr schwer Weisungen und Zurechtweisungen an. Meist wurden oder werden wichtige Hinweise mit dem Satz abgetan, Gott liebt mich. Ja, das stimmt. Gott liebt alle Menschen. Und er zögert das Ende hinaus, weil er will, dass alle Raum zur Buße haben und möglichst viele gerettet werden. Aber wer sich mit Gott auf eine Stufe stellt und oder sogar über ihn sich anmaßt, dass er doch so ein toller Mensch sei, der es verdient hat, dass Gott seinen Sohn für ihn gab, wird aufgrund seiner Überheblichkeit und seines Stolzes das Reich Gottes nicht sehen. Gerade gestern wurde ich wieder mit einer Situation konfrontiert, in der eine religiöse Richtung die harten Aussagen Jesu gegenüber den Gesetzeslehrern vollkommen ignoriert. Als gäbe es diese Worte in der Bibel nicht. Es sind Menschen, die zum Teil noch nicht einmal selbst die Bibel in die Hand nahmen, sondern einfach nachschwätzen, was sie irgendwo in einer Predigt gehört haben oder was ihnen in den Sinn kommt. Sie sind nicht bereit, sich von Gottes Wort zurechtweisen zu lassen. Sie basteln sich das Wort Gottes um ihre fleischlichen Begierden. Deshalb nimm dir Salomos Wort zu Herzen. Ein weiser Mensch nimmt Weisungen an. Ein uneinsichtiger Schwätzer rennt in sein Verderben. Bete immer um Weisheit und Erkenntnis. Lass dir von Gott die Wahrheit offenbaren, nimm sie an und integriere sie in dein Leben. Also wir sind ja hier, ja, siehst du an dem Button, harte Speise, festere Speise. Und ich glaube, es ist jetzt einfach nochmal wichtig, dass wir über diesen Unterschied reden zwischen Werksgerechtigkeit und Gnade. Ja.
Werksgerechtigkeit besagt, dass wenn wir gute Taten vollbringen, wir Gottes Reich sehen werden. Ja, wenn wir uns gut verhalten, wenn wir uns an die Gebote halten, wenn wir, ich sag mal, in Anführungszeichen dem Wort Gottes gehorsam sind, dann sind wir vor Gott als gerecht. Und ich sehe gerade im Moment wirklich einige Christen, bei denen da scheinbar jetzt was Tolles losgestoßen wurde, dass sie einfach merken, irgendwie funktioniert es nicht oder hat es nicht funktioniert die letzten Jahre, ja? Zum Teil vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten. Ich fühle immer nur noch mehr Druck und noch mehr Verdammnis, wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe und irgendwo ich es doch hätte besser wissen müssen, ja? Das ist Werksgerechtigkeit. Auch wenn sie sagen, Jesus ist ja für meine Sünden gestorben, aus Gnade bin ich gerettet, zeigt ihr Verhalten dennoch was ganz anderes. Aus Gnade sind wir gerettet durch Glauben. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, im Moment immer wieder sagen zu müssen, ja, das ist irgendwie so wie so ein Drang in mir, der irgendwie raus muss, immer wieder sagen zu müssen, hast du das Evangelium erfasst? Ja, das Evangelium, das besagt, dass alle Menschen vor Gott verloren haben und diejenigen, die annehmen, dass sie verloren haben und dass Jesus alles getragen hat für uns, dass sein Blut uns da freigekauft hat von, ja, wir können das mit dem Kopf sagen, aber das kann noch nicht wirklich gerutscht sein, ja, weil wenn das wirklich gerutscht ist, dann willst du diese Zurechtweisungen. Du willst sie haben, weil du einfach weißt, es ist nicht gut für mich, ja? Und dieses weise Handeln, sehe ich bei manchen nicht. Bei den einen sehe ich, dass sie alles gut machen wollen, ja, bis hin zur Perfektion, was wiederum Druck macht, weil wir nie perfekt sein werden. Ja, also sie wollen das. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sich so auf die Gnade stellen, dass sie sagen, ja, Jesus hat ja bezahlt. Also wenn ich jetzt sündige, ist es ja nicht so schlimm. Ja, das ist richtig. Für diese Sünde werden wir nicht mehr verurteilt. Aber trotzdem ist es ungut für uns. Ja, Gott hat uns gezeigt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das heißt, je mehr ich in der Sünde lebe, umso weiter entferne ich mich von Gott. Ja, also umso weiter bin, ja, bis hin vielleicht, dass ich so weit von ihm entfernt bin, dass ich vom Glauben abfalle und in die komplette Trennung gehe. Und da Gott einfach nicht da ist. Also das ist so die andere Seite, ja. Die sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm, ja. Gott hat bestimmt nichts dagegen. Ja, frag ihn, ob er etwas dagegen hat oder nicht. Also das ist das, was ich dazu sagen kann. Ein weiser Mensch beherzigt Gebote, doch ein gedankenloser Schwätzer kommt zu Fall. Ja, das heißt zu beherzigen, was Jesus uns gesagt hat. Denn er sagt natürlich auch, erzählt den Menschen ja davon, dass Gott sein Reich aufrichtet und lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Ja, lehrt sie alles zu halten, was ich euch gelehrt habe. Das schließt die Gebote mit ein. Aber ich kann es eben aus eigener Kraft machen. Ja, dann werde ich mich immer irgendwie verdammt fühlen. Es wird immer anstrengend sein. Es wird immer irgendwie schwer sein. Oder ich kann mich von Gott verändern lassen, weil ich mich komplett ihm hingegeben habe. Ja, ich hab mein Leben begraben. Ich will mit Gott gehen. Ich will Jesus als meinen Herrn und ich bin ihm hingegeben. Und jetzt wird er durch den Geist, der in mir lebt, wird er nach und nach und nach mich immer mehr verändern und ich werde Jesus immer ähnlicher. Ja, so das eine ist, Jesus ähnlicher zu werden aus eigener Kraft. Ja. Mein liebevoller Begriff ist ja jetzt dafür christliche Verhaltenstherapie. Ja, finden wir natürlich nicht in der Bibel. Aber ich habe Frieden darüber und habe ein reines Gewissen vor Gott. Ich prüfe das dann schon immer, ob ich solche Begriffe nennen darf. Gesetzliche Leute werden jetzt vielleicht sagen, du hast was Eigenes hinzugetan. Gut, sollen sie machen. Ich weiß, dass Gott mich liebt und ich prüfe das dann schon auch, ob ich das so sagen kann.
Aber ich glaube, dass dieser Begriff einfach bei euch auch im Kopf etwas macht, ne? Also christliche Verhaltenstherapie, ich lerne und ich verhalte mich so und ich probiere es aus eigener Kraft, während die neugeborene Schöpfung es in sich hat, ja? Die neugeborene Schöpfung hat es in sich, so wie es Jesus in sich hatte. Das Fleisch rebelliert noch dagegen, aber wir haben es in uns durch den Geist. Und wenn wir dann in der Bibel lesen und der Heilige Geist uns zurechtweist, also ich wollte die strengsten Sachen wissen. Es war mir keine Last. Ich fühlte mich nicht verdammt. Ich wollte es einfach wissen. Also ein weiser Mensch beherzigt das, ja. Ein weiser Mensch beherzigt auch die harten Worte Jesu und nicht nur dieses, ja, das alles, ja, ich sage immer Liebe, 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 ja, natürlich ist Gott Liebe, ja, richtig. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist diese Trennung zwischen den Gerechten Gottes und den Gottlosen, weil darauf kommt es am Ende an. Ne? Die Fische werden aussortiert, das Unkraut und der Weizen werden getrennt voneinander. Also das ist das, worum es geht. Und wenn wir Jesus, wenn wir den Geist Gottes bekommen haben, dann werden wir den Menschen auch die unangenehmen Sachen sagen. Warum? Damit sie merken, dass sie damit ein Thema haben. Ja, damit sie merken, Mensch, da stimmt was in mir nicht, aber ich bin jetzt, also wenn ich mein Leben übergeben habe, ich bin vor Gott als gerecht und ich lasse mich jetzt verändern und er wird es in mir umwandeln. Also wirklich diese vollkommenen Hingabe und die, die noch nicht quasi gerecht sind, die merken, dass der Druck immer größer wird, immer größer wird, immer größer wird, immer größer wird, bis sie am Ende sagen, ich halte es nicht mehr aus, diesen Druck. Und dann kann der Retter kommen und ihnen diese Schuld abnehmen, ja? Davor probieren sie es immer noch selbstgerecht aus eigener Kraft. Also das sind diese zwei Unterschiede, die ich so den Eindruck habe, auf die ich euch hinweisen soll. Ein gedankenloser Schwätzer kommt zu Fall. Was ist gedankenlos? Gedankenlos ist, wenn wir aus unserem Fleisch heraus reagieren, ja, also wenn wir quasi von unseren Sinnen gesteuert etwas tun, ja. Also Kain zum Beispiel hat gedankenlos seinen Bruder erschlagen, obwohl Gott ihm gesagt hat, könnt ihr im 1. Mose, ich glaube 4, nachlesen, obwohl Gott ihm gesagt hat, dass er die Sünde überwinden soll, ja, also er soll dieses Gefühl überwinden. Und hat also gedankenlos gehandelt. Wir handeln gedankenlos, wenn wir aus unseren Gefühlen heraus handeln. Und während jetzt wir im Coaching, in der Persönlichkeitsentwicklung mit verschiedenen Techniken, ob das Klopftechnik ist oder Hypnose oder man arbeitet mit Globuli. Also es gibt viele, 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 viele Möglichkeiten. NLP, wo sehr viel um die Sprache geht, wo über verschiedene Techniken man diese Gefühle angeht, ja, dass man eben nicht gedankenlos handelt, sondern dass man frei ist von dieser Emotionalität, ja. Also das wäre wünschenswert, wenn jemand das im Coaching tut. Viele tun das nicht. Also ich habe das damals gemacht, weshalb ich heute in vielen Dingen eben sehr nüchtern bin, weil ich eben diese Emotionen nicht mehr habe oder nur noch ganz wenig habe. Aber halte ich jetzt diese Sachen für gut? Nein, halte ich nicht für gut. Warum? Weil es etwas bewirkt hat. Ja, es hat tatsächlich eine alte Kundin von mir. Die war, ist bestimmt schon 5 Jahre her bei mir, sehr erfolgreiche Frau. Die hat mir geschrieben und hat gesagt, ja, und ich danke dir nochmal, was du alles gemacht hast und jetzt in mein Business und ich habe so viele Tools von dir gelernt und ich will das jetzt alles irgendwie verbinden mit meiner Arbeit. Und ich habe ihr dann nochmal geschrieben, dass ich das alles heute nicht mehr gutheiße, habe ihr die Gründe genannt. Und es war eine Person, die damals schon sehr rebellisch war. Ja, es ging damals schon viel um ihren eigenen Willen. Ja, sie wollte immer ihren eigenen Willen durchsetzen und hatte deshalb schlechte Gefühle. Das heißt, wir haben dann an diesen Gefühlen gearbeitet. Und was dabei herauskam, ist, dass sie mir jetzt sowieso überhaupt nicht mehr zuhört.
Also jetzt ist es so, nein, das ist der richtige Weg. Also letztendlich rennen die Menschen noch mehr in das Böse. Es ist genau das passiert, dass ich beobachtet habe rückwirkend, dass viele dann diese Arbeit oder dass diese Arbeit letztlich dazu geführt hat, dass sie noch weiter jetzt für den Feind oder im Reich des Feindes drin sind. Ich bete trotzdem, für den Herrn ist nichts unmöglich, für Gott ist nichts unmöglich, aber sie sind noch mehr da drin. Während andere, die irgendwie im Kern wirklich schon nach Gott gesucht haben, jetzt tatsächlich in die Richtung des Glaubens gegangen sind. Also auch sehr, sehr interessant. Also die, die damals nicht wirklich weise waren, die Menschen gibt's auch, die sind dann mit mir gegangen, weil sie erkannt haben, okay, ja, scheinbar ist da was dran, aber sie sind, glaube ich, mehr mitgegangen, weil es um mich geht, ja. Also es gibt immer Menschen, wenn du erfolgreich bist, gibt es immer Menschen, die wollen auf deine Erfolgswelle mitschwimmen, ja. Denen geht es also nicht so sehr darum, dass sie wirklich diesen Weg gehen, sondern sie wollen mit dir diesen Weg gehen, weil sie glauben, dass wenn sie mit dir sind, dass es ihnen besser geht. Und das ist natürlich nicht gut. Und Gott wird das auch trennen. Also wenn du solche Menschen an deiner Seite hast, dann wird Gott sehr wahrscheinlich diese Menschen wegholen. Es ist zum einen für dich nicht gut und zum anderen für diese Menschen sowieso nicht gut, weil die sollen ja in die Kraft mit dem Herrn kommen. Sie sollen sich ja Gott hingeben und ihren Wert, bei Gott finden durch das, was Jesus getan hat und nicht durch dich. Also diese Menschen gab es auch und diese Menschen sind auch heute noch sehr rebellisch, obwohl sie im Glauben sind. Also da ist ganz viel Stolz und Rebellion im Glauben. Das ist natürlich nicht gut und ich glaube auch, dass es für diese Menschen wirklich irgendwann richtig hart werden muss, bis wirklich ihr eigener Wille gebrochen ist und sie dann wirklich demütig zu Gott umkehren und dann neu geboren werden erst. Ich wurde ja so radikal bekehrt. Was habe ich in dem Fall gemacht? Ich habe gemerkt, dass natürlich dieser Eigenwille noch da war. Ich habe mich zwar entschieden, aber meine Gedanken waren ja noch nicht erneuert. Also viele Gefühle waren zwar schon erneuert, weil mich bestimmte Sachen einfach nicht mehr so geärgert haben. Also viele Dinge, von denen Jesus spricht, dass man dann die andere Wange hinhält oder dass man vergeben soll und dass man sich so oder so verhält, das war einfach schon irgendwie in mir drin. Ja, also man kann mir gar nicht wirklich irgendwie was Schlimmes antun, dass ich womit ich dann nicht wirklich in Frieden käme. Also das war vorher schon für mich gut gelöst und aber was eben noch nicht war, war natürlich dieses ganze Erfolgsdenken, ja, dieses ganze, ich mache es selber und ich bin gut genug und ich habe es verdient und ich liebe mich selbst und ich bin die Königin, ja. Also allein in dem Bereich, was es da gibt, erwecke die Königin in dir, ja. Es ist also auch in Bezug auf Partnerschaften, ja, man spricht dort auch von Dualseelenprozessen und dort wird den Menschen oder gerade den Frauen beigebracht, dass sie in diese überhebliche Haltung gehen müssen, damit die Männer sie anbeten, ja, also völlig verdrehte Lehren in diesem New Age. Und ich hatte also solche Gedanken noch und ich wusste, ich will diese Gedanken töten, ja, diese Gedanken müssen sterben. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann dieses Lied, ich will dich anbeten, kennt ihr sicherlich. Ich habe mich hingekniet und habe dieses Lied ganz oft gehört, bis bei mir gerutscht war, dass ich wirklich aus tiefstem Herzen Gott und Jesus über mir stehen habe und ich quasi an der Stelle bin, wo ich hingehöre. Ja, zwar schon mit Macht und Autorität in Christus, wenn ich hier in dieser Welt bin, aber im Reich Gottes untergeordnet unter Gott, unter Jesus, unter den Heiligen Geist, im Gehorsam. Ja, also es gibt da ja auch wieder Unterschiede. Und was ich schon gesehen habe oder erlebt habe, ist, dass eben Menschen, die da auf so einem Wischiwaschi-Weg sind, wunderbar den Herrn lobpreisen können, also ihn erheben können, aber das heißt nicht, dass sie gedemütigt sind. Und die dann bei Anbetung, es gibt auch einen Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung, ja, Lobpreis, Halleluja, preis den Herrn, ja, dann jubeln wir ihm zu, aber Anbetung ist, ich
ordne mich unter und ich bete dich an. Ja, du bist mein Gott, du bist der, der auf dem Thron sitzt, ja, und auch für mich über mir steht. Ja, stehst, Jesus, Gott, Vater, der Heilige Geist. Also Anbetung ist dann noch mal was anderes. Und dass diese Menschen zwar wunderbar lobpreisen konnten, aber die Anbetung war nicht wirklich aus tiefstem Herzen, sondern eher ein Lippenbekenntnis. Und solche Dinge habe ich mir vom Herrn offenbaren lassen. Und das ist eben weise, ja, weil ein weiser Mensch beherzigt diese Dinge. Ein gedankenloser Schwätzer, der nimmt sich halt einfach das, was sich gut anhört, was sich gut anfühlt und wozu man vielleicht einfach Lust hat und bleibt dann wirklich, kommt dann nicht in diese Kraft hinein auch, die Gott hat und in den Segen hinein, den Gott für uns hat. Ich habe es die ganze Zeit im Kopf. Ich erzähle es jetzt einfach mal, weil ich musste auch da wirklich schmunzeln. Ich habe gestern Abend mit meiner Tochter einen Film geguckt. Sie hatte sich irgendwie ausgesucht. Endlich Prinzessin, glaube ich, heißt er. Und da ist also ein Mädel, die ist 15 Jahre alt und die erfährt dann, dass sie die Enkelin einer Königin ist und quasi eine Prinzessin ist. Und dass sie in mehreren Jahren, wenn sie 21 ist, den Thron antreten soll. Also wie halt das in solchen amerikanischen Filmen ist. Ich denke, ihr kennt das sicher, ne? Also sie ist halt, läuft den Turn schon rum, geht klettern, spielt, weiß ich nicht, Fußball, also diese Dinge, hat nicht so ein gutes Benehmen, isst mit den Fingern. Also diese Regeln, die an einem Königshaus eben vielleicht nicht so gern gesehen sind. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich den Film gesehen habe, weil ich dachte, es passt so ein bisschen zum Glauben. Man wird jetzt ein Kind Gottes, aber die Verhaltensweisen und die Gedanken, ja, das ganze Gedankengut ist eben noch nicht auf dieses Reich ausgerichtet. Und es ist einfach ein Prozess und den nennt man Jüngerschaft. Das ist einfach eine Zeit, in der man lernt, in dem man die Regeln kennenlernt, in dem man das Reich Gottes kennenlernt, in dem man Gott kennenlernt, Jesus näher kennenlernt, mehr kennenlernt, den Bräutigam, ja, Jesus. Jetzt stell dir vor, ja, es ist einfach, wir sind die Braut, ja. Aber ganz wichtig, wir sind die Braut und wir haben, wenn wir neugeboren sind, den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, Jesus, der Vater, sie sehen den Geist in uns und in diesem Geist sind wir vollkommen. Deswegen können wir auch in der Bibel lesen, an ihre Sünden werde ich nimmermehr gedenken. Das heißt, wenn wir zwar gesündigt haben, und ich fand das auch in diesem Film wirklich sehr tollpatschig, weil es sind ja ihr halt immer ist sie in irgendwelche Fettnäpfchen getappt, ja, und hat irgendwelche Fehler gemacht. Und es war einfach so schön zu sehen, wie die Königin, die ja auch ihre Großmutter war, immer sehr barmherzig darauf reagiert hat. Und es war ein Satz, den fand ich sehr schön. Da sagte sie nämlich, als Königin sage ich dir, aber als deine Großmutter sagt, ne? Als Königin sage ich dir, da, 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 und als Großmutter sage ich dir, da, 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 da. Und genau das haben wir im Glauben, ja? Als unser Herr sagt uns Jesus das und das und das und das. Und als neugeborene Schöpfung, als derjenige, der Fleisch wurde, wie Paulus sagt, der nachvollziehen kann, wie es uns im Fleisch geht, weil er das alles durchlebt hat, aber frei von Sünde blieb, ja, als diese neugeborene Schöpfung kann Jesus sagen, aber im Fleisch verstehe ich dich, ja, und ich sehe dich vollkommen als rein an. Du bist eine neue Schöpfung geworden. Du bist meine Braut und du bist zwar jetzt hier auf der Erde und dein Fleisch ist noch nicht vollkommen, aber ich werde dich verändern. Wie werden wir verändern? Wie wurde dieses Mädchen verändert? Dieses Mädchen wurde verändert. Die hatte also jeden Tag hatte die Unterricht, ja. Dann wurde sie mit dem Stuhl, mit einem Band am Stuhl festgebunden und musste dann essen. Sie musste lernen zu laufen. Sie musste lernen, wie man grüßt. Sie musste lernen, wie man sich anzieht, wie man sich kleidet, wie man sich verhält. Tischmanieren, Regeln am Tisch. Also sie hat quasi jeden Tag trainiert und gelernt. Und von wem hast sie gelernt? Von der Königin, ja, die auch ihre Großmutter war. Und das haben wir auch im Glauben. Wir lernen von Jesus, er ist unser Herr, aber er ist gleichzeitig unser Hirte, der uns versteht, ja. Und das müssen wir, glaube ich, irgendwie in unserem Verstand hinbekommen. Und das geht über Wiederholung.
Ja, indem wir immer wieder wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und es ist für mich nicht der richtige Weg, indem ich nur die eine Seite beleuchte. Und eben, wisst ihr, wenn ich nur diese eine Seite beleuchte, passiert, dass die Gnade so übergroß wird, dass man dann die kompletten Gebote, dass einen das alles nicht mehr interessiert. Ja, das haben wir, das sehen wir in Gemeinden. Ja, wir sehen das, da ist der Zeitgeist, der Weltgeist, der dort regiert, und die Bibel warnt uns davor, vor diesen Geistern, vor diesen Richtungen, ja, vor diesen Lehren. Auf der anderen Seite erlebe ich gerade aktuell, wie Menschen sich ihr Leben Jesus übergeben haben, Christen sind und die Gebote gelernt haben und quasi permanent ihr Leben darauf ausgerichtet haben, sich gut und richtig zu verhalten, aber die Gnade ist vollkommen zu kurz gekommen, ja? Also sie verurteilen sich permanent für Dinge, die sie falsch machen und sind wie in einem Hamsterrad, in einem Perfektionismus, also in der Werksgerechtigkeit. Und ich habe den Eindruck, dass Gott mir immer wieder sagt, Claudia, du musst über beides erzählen. Ja, erzähl über beides, so wie Jesus und wie auch wie Paulus über beides erzählt hat. Ja, und dann gibt's eben nur diejenigen, die einen dann mögen oder eben nicht. Ja, die Rebellen, denen gefällt das natürlich nicht, weil sie natürlich immer wieder bekommen sie den Finger in die Wunde gelegt. Und das ist so, wenn wir uns jetzt begegnen über die Kamera, ist das noch sehr angenehm. Ja, weil natürlich, ich sag mal so, der Heilige Geist dir die Dinge offenbart und du das so in deinem Tempo machst, aber vielleicht ist auch das Tempo, das du dir vornimmst, nicht das Tempo, das Gott gerne für dich hätte. Vielleicht möchte er gerne, dass es für dich schneller geht. Und dann wäre eben dieser Bibelvers, dass du dir die Dinge beherzigst, und zwar die strengsten der strengsten. Setze dich mit ihnen auseinander und prüfe, ob du damit im Frieden bist. Also ich wollte mit dem strengsten der strengsten Dinge im Frieden sein. Natürlich habe ich gemerkt, dass mein Fleisch dagegen rebelliert hat. Aber ich wusste, dass das nicht das ist, was ich bin vor Gott. Ja, ich bin vor Gott Geist. Er sieht mich im Geist. In der geistigen Welt bin ich sein Kind. Und zwar vollkommen im Geist. Und ich wusste, wenn ich gegen etwas merke, also ich kann euch da natürlich von heute Morgen erzähle ich euch ein Zeugnis. Ich erzähle euch ein Zeugnis. Ich probiere seit 3 Jahren einen Surferplatz zu kündigen. Seit 3 Jahren. Und ich habe also quasi jetzt schon für 3 Jahre diesen Surferplatz bezahlt, weil die es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Dann kamen die E-Mails nicht an und wie auch immer. Und heute Morgen kam diese Mail, wo wieder drin stand, wir haben ihre Kündigung akzeptiert zum 29.12.2021. Und mir wurde gesagt, wenn ich den Betrag jetzt bezahle, dass man mir das sogar nur bis März berechnet. Dachte ich, komm, dann ist ja gut jetzt dann halt. Hauptsache es ist erledigt. So, und jetzt schrieb die mir, ja nicht bis März, bis Dezember soll ich bezahlen. Und ich dachte, hab richtig gemerkt, wie ich unmutig würde. Und wollte dann schon so richtig unmütig dann eine Mail zurückschreiben, weil es mich einfach nervt. Und dann habe ich mich daran erinnert, ja. Aber warum konnte ich mich erinnern? Weil ich das Wort gelesen habe, weil ich das Wort kenne, wo geschrieben steht, dass jemand, der bestohlen wird, oder also erstmal ungerechte Behandlung, Gott sorgt für meine Gerechtigkeit. Ich trete in Aktion, nicht gedankenlos, ja, sondern ich trete in Aktion dann, wenn ich frei von Emotionen bin, ja, wenn ich in Frieden bin. Dann trete ich in Aktion. Nicht aus der Emotion heraus, weil dann sind wir gedankenlos, ja. Wir handeln aus unseren Gefühlen heraus. Okay, ja, also, ich kenne das Wort Gottes. Okay, Claudia, wenn du jetzt schreibst, dann bist du gedankenlos. Du fühlst dich jetzt ungerecht behandelt. Ich bin auch ungerecht behandelt worden, aber ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Also Gott sorgt für meine Gerechtigkeit. Und wenn er mir nicht klar aufträgt, dass ich hier aktiv werden soll, dann schreibe ich erstmal nichts, ja? Dann halte ich die andere Wange an, er kümmert sich drum. Zweiter Bibelvers, ich weiß jetzt nicht, wo er steht, ihr findet es, wenn ihr es googelt. Zweiter Bibelvers, jemand, der bestohlen wird, der Dieb muss es siebenfach ersetzen, ja? Das heißt, Gott sorgt für die Gerechtigkeit, Gott wird für meinen Ausgleich sorgen. Wenn ich bestohlen worden bin,
wird und habe mich korrekt verhalten in dieser Situation. Ja, ansonsten habe ich ja selber selbstgerecht mich gekümmert. Aber wenn ich es Gott überlasse, macht er es auf seine Weise. Also wenn er mir nicht ganz klar sagt, was ich tun soll, dann halte ich mich zurück. Ja, und ich weiß, also ich bin vor Gott gerecht, ich werde dafür einen Ausgleich bekommen. Vielleicht muss sogar dann derjenige, der mich bestohlen hat, es siebenfach ersetzen, so wie es geschrieben steht, ich glaube irgendwo in den Sprüchen. Überhaupt bekomme ich meinen Segen vom Herrn. Aber wenn ich jetzt selbstgerecht bin, ohne dass Gott mir sagt, ich soll das tun, schneide ich mich vom Segen ab. Warum? Weil Gott sagt, du hast nicht mich die Sache machen lassen. Du hast gemeint, du musst es selbst in die Hand nehmen, also nimm das, was du dir jetzt erarbeitet hast damit, ja? Oder wofür du die Ehre bekommen hast. Gott wird keinem Ehre oder Segen geben, wenn wir selbstgerecht Ehre und Segen dafür uns erschlichen haben, ja? Weil wir uns nicht nach Gott entsprechend verhalten haben. Also habe ich diese ganze Mail tatsächlich wieder per Hand, habe ich gedacht, nein, ich überwinde das jetzt, ich überwinde da jetzt, ich handle da jetzt nicht gedankenlos, ich überwinde das jetzt und lass jetzt erstmal Ruhe reinkommen und dann hat Gott gesagt, und jetzt schreibst du, das war nämlich echt so ein Ding, ich musste immer wieder mich auf meinem Server einloggen und über den Serverplatz eine Mail schreiben, ja, über ein Kontaktformular. Und dann bekam ich von der Firma persönlich von einem Mitarbeiter eine Mail zurück. Auf die habe ich geantwortet und dann hieß es ja, die können wir jetzt nicht beantworten, die ist nicht autorisiert, ich soll das bitte über das Kontaktformular. Also ich bekam immer eine Antwort und musste dann wieder eine Kontaktanfrage stellen, um auf diese Mail zu antworten, womit es wieder ein anderer Bearbeiter in der Hand hatte. Also völligst verwirrend und habe also dann wieder über das Kontaktformular geschrieben. Und hab dann quasi zum Herrn gesagt, was soll ich schreiben? Und dann sagt er, du weist sie jetzt nochmal darauf hin, dass sie dir 3 Monate nur berechnen wollen und nicht bis zum 29.12. Und du verweist jetzt darauf, dass du gläubig bist und dass du jetzt die andere Wange hinhältst und dass jeder, der sich an solchen Machenschaften beteiligt, sich vor mir rechtfertigen muss und dass du dafür, dass ich für dich recht spreche und dass du dafür einen Ausgleich bekommst von mir. Also mit anderen Worten, also es war jetzt nicht gehässig geschrieben, ja, so dieses ba, 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 ihr werdet eure Strafe kriegen, sondern Gott sagte, also er zeigte mir und dann habe ich noch gebetet, dass diese Mail jetzt in die Hand eines Menschen fällt, weil ich habe geschrieben, dass Jesus uns freigab. Also ich habe das Evangelium verkündet, ja, also das Evangelium von Christus und der Gnade Gottes, wer sich an solchen Dingen beteiligt hat, dass er frei wird, wenn er zu Gott umkehrt und Jesus als seinen Retter annimmt. Also ich habe quasi dann in dieser Mail das Evangelium verkündet und habe danach noch reingeschrieben, danach noch gebetet, dass diese Hand bitte in die Hand eines Bearbeiters fällt, wo diese Nachricht auf fruchtbaren Boden fällt. So, das war Gottes Art zu reagieren, ja? Aber gedankenlos hätte ich anders reagiert. Also an ein weiser Mensch beherzigt Gebote, doch ein gedankenloser Schwätzer kommt zu Fall, ja? Und wenn wir uns richtig verhalten und nicht selbstgerecht die Dinge tun, dann kann Gott auch uns segnen dafür, ja? Das ist dann nicht, dass wir eine Belohnung bekommen, weil wir uns richtig verhalten haben, sondern wir haben den Segen als Gerechte Gottes, ja? Er ist da. Aber wenn wir es dann, es ist noch was, das ich so im Herzen habe, wenn wir es dann auf die Weise machen, wie es die Welt macht und nicht auf Gottes Weise, dann kann es sein, dass der Segen nicht kommt, ja? Weil wir dann vielleicht schon die Ehre dafür bekommen haben, und so weiter, ja. Also zum Beispiel kann ich euch auch nochmal vielleicht mal im umgekehrten Fall was Gedankenloses erzählen. Und zwar hat jetzt eine Person, hat Sachen gesammelt für Obdachlose, also Jacken und Mützen und so weiter. Und ich habe darüber gebetet und ich habe dann sowas plötzlich wie so ein schlechtes Gewissen bekommen, ja. Also ich tue an anderer Stelle, dort, wo es Gott mir zeigt, einige Dinge. Und da habe ich dann plötzlich gedacht, oh, wieso bist du nicht so, das hast du nicht gemacht und du hast jetzt nicht gesammelt für die Obdachlosen und das ist irgendwie schlecht. Und ich habe mich dann verurteilt gefühlt, warum ich jetzt in dieser Sache gerade irgendwie nicht den Eindruck habe, dass ich was tun soll. Gott, ich muss doch da jetzt aktiv werden und ich muss mich doch daran beteiligen. Das erwartest du doch von einem Christen.
Und dann bin ich aber auch da nicht gedankenlos gewesen und bin quasi losgestürmt und habe jetzt doch noch geguckt, wo habe ich was übrig? Wir haben jetzt nicht wirklich Decken übrig. Muss ich jetzt meine Decken hergeben? Also ich kam so ein bisschen in Stress und habe dann darüber gebetet und habe gesagt, Herr, Vater, hilf mir da jetzt bitte, ja? Was willst du mir sagen? Und weil ich das Wort Gottes kenne, konnte Gott mit mir über das Wort sprechen. Und er hat mir gesagt, erinnere dich daran, dass Jesus gesagt hat, als die Frau kam, die ihn salbte und Judas gesagt hat, Mensch, ja, mit diesem Geld, ja, dieses Nadeöl, was hätte man, das hätte man den Armen geben können. Und Jesus hat gesagt, Arme wird es immer geben. Also, das war, als er mir diese Stelle gab, sagte er mir, weißt du, Claudia, Arme wird es immer geben. Ja, es wird immer Menschen geben, die mich nicht suchen, weil würden sie mich suchen, dann könnte ich ihnen ja auch aus diesen Situationen heraushelfen. Dann hat er mir was gezeigt, dann hat das zweite, was er mir gezeigt hat, war, weißt du, viele sind stolz. Sie würden Hilfe bekommen, wenn sie zu einem Obdachlosenheim gehen oder wenn sie sich an bestimmte Einrichtungen wenden. Also die Bahnhofsmission zum Beispiel ist auch so eine Einrichtung, die dann ja auch sich um Obdachlose kümmert, auch in dieser Zeit, wo sie sich aufwärmen können. Also er sagt, weißt du, manchmal ist es auch stolz, dass sie nicht das in Anspruch nehmen, was sie angeboten bekommen. Ja? Und das Dritte, was er mir zeigte, war, was war jetzt das Dritte? Also das Erste war, es wird immer Arme geben. Das Zweite war Stolz. Und das Dritte war, ich habe es mir aufgeschrieben. Seht ihr, es ist immer wichtig, dass ihr euch die Sachen aufschreibt. Na, mir wird es vielleicht nochmal einfallen. Also ihr seht, Gott spricht dann zu uns in diesen Situationen und es kann sein, dass du dich in bestimmten Dingen verurteilt fühlst. Dann wisse, dass in dem Moment die Gnade eben nicht, ah, ich weiß das Dritte wieder, ich weiß es wieder, ich wusste, ich muss einfach nur weiter erzählen, dann gibt's der Herr mir. Und das Dritte war, er zeigte mir die Stelle, wo, und genau, wo sie zum Tempel gehen und da ist ein Bettler und Petrus sagt, das, was du willst, das habe ich nicht, aber was ich habe, kann ich dir geben und will ich dir auch geben. Und dann sagte Gott mir, weißt du, du könntest jetzt sagen, das, was du haben willst, kann ich dir nicht geben. Ich habe jetzt keine Decken, Handschuhe und so weiter. Aber was ich habe, will ich dir geben. Ich gebe dir einen Satz Bibeln. Geb die den Obdachlosen. Und da zeigte der Herr mir, wenn du das jetzt machst bei dieser Person, wird sie das nicht annehmen. Sie wird diese Bibel nicht mit zu den Obdachlosen nehmen. Also lass es einfach und investiere deine Kraft an der Stelle, wo ich dir es zeige. Also das war, wisst ihr, aber Gott konnte nur deshalb zu mir sprechen über die Bibelstellen, weil ich das Wort kenne. Und das ist so wichtig, dass ihr das Wort kennenlernt. Ja, dass ihr das Wort kennt. Auf dem Broadcast-Kanal Audio lesen wir ja auch die Bibel. Am Montag starten wir mit dem Philipperbrief. Gott hat mir gesagt, lies mit den Menschen Bibel. Das machen wir dort in diesem Broadcast. Ja, also lass dich zurechtweisen vom Heiligen Geist oder aber auch manchmal schickt dich Gott zu Menschen, wie er manche zu mir schickt, mir anvertraut hat. Und dann, ja, wenn du wirklich Gott suchst, kann das sein, dass er das macht. Und dass dann diese Menschen wirklich den Finger in die Wunde legen. Wisst ihr, oft sind die Menschen bereit, Dinge anzunehmen, die für sie so, ja, das ist so lauwarm, ja, das kann ich mal ändern. Aber es kommt immer, das war immer so gewesen, dass ich mit den Leuten, die Gott mir anvertraut hat, dass wir an einen Punkt kamen, wo es wirklich um was Wichtiges ging, ja, um etwas Entscheidendes, um etwas Wegweisendes, um eine Sache, die wirklich wichtig war für das eigene geistliche Wachstum.
Und meistens, oder nicht meistens, aber oft, ich würde mal sagen, nur 10% der Leute waren dann bereit, würde ich mal sagen. Also ein kleiner Teil, es passt zu dem schmalen Weg und zu dem breiten Weg. Nur ein kleiner Teil der Menschen bleibt dann wirklich und lässt es zu, diese Zurechtweisung, und nimmt es wirklich ernst und nimmt es an und prüft es und geht dann ins Gebet mit dem Herrn. Und das sind die Menschen, die ihn wirklich suchen. Ja, bei den Menschen, die ihn wirklich suchen, und bei den Rebellen, die gehen dann auch wieder, ja, deswegen auch auf den Kanälen. Ich habe jetzt einfach auch mal öffentlich die Abonnentenzahl ausgestellt, weil ich einfach auch finde, dass das nichts zur Sache tut. Ja, es ist einfach nur irgendwas, wo man ablenkt oder wo eben auch das Fleisch sagt, oh, wenn da tatsächlich, sagte mal jemand zu mir, Claudia, warum haben die anderen Kanäle solche guten Interviews mit Menschen, die man kennt? Also es ging dann um Leute, die große YouTube-Kanäle haben, die mal gegenseitig machen, die sich Interviews und so. Gibt es jetzt einen Kanal, der da auch so ein bisschen hochsprudelt? Und ich muss dann immer schmunzeln, weil ich so denke, das ist sehr interessant, ja. Also ich glaube, auf mich käme da keiner zu, weil ich vielleicht das ein oder andere sagen würde, was ihr eigene, ja, weil es eine Sache ist, die wichtig ist und weil sie das einfach nicht hören wollen. Also hält man diejenigen, die so etwas sagen wollen, einfach auch fern, ja. Also man ist da schon auch ein Stück Außenseiter und damit komme ich aber gut klar, ja. Also da hat Gott mich schon als Kind trainiert, wie es ist, ein Außenseiter zu sein. Und damit habe ich überhaupt keine Probleme. Da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich das kann. Und dann ist man auch nicht abgelenkt und macht das, was der Herr einen für einen vorbereitet hat. Aber solche auch da wieder, ne? Also der Mensch ist sehr leicht manipulierbar über seine Sinne und über sein Fleisch. Und der Heilige Geist geht ja immer da rein, ja? Also der Heilige Geist will nicht, dass gedankenlos etwas passiert. Gedankenlos sind diese Reizreaktionsketten, über die wir schon gesprochen haben. Ja, jemand sagt eine Sache, man fängt sofort an zu reagieren, ja, oder man prescht hervor, man handelt schnell. Und das ist einfach ein Verhalten, das Gott hasst. Trotzdem liebt er uns Menschen. Also er hasst das ist einfach der Mensch, ja, das ist das Fleisch, das ist die Rebellion, das ist die sündige Natur. Und derer sind wir gestorben, ja. Also wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das heißt, jemand, der die Gnade angenommen hat und ist diese Neuschöpfung geworden, ist das Kind Gottes geworden, die Neuschöpfung geworden, die tot ist für die Sünde, bedeutet eben auch, die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Und das war sogar, ja, das lesen wir auch schon im Alten Bund, ja, dass die Gott gehorcht haben oder die Gott geglaubt haben, dass die eben diese Dinge auch überwunden haben. Gut, das war's heute von mir. Ich wünsche euch ein gesegnetes Wochenende und wir machen nächste Woche weiter mit dem Thema Halte deine Zunge im Zaum. Ja, das passt ja dann gut dazu. Seid gesegnet. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Shalom.